Zürich. Hallo Schweiz, ach die Schweiz, wie herrlich. Land der Käse, Land der Schokolade, Land des Trockenfleisches. Ich sag immer, am Essen erkennt man das Nationalbewusstsein eines Volkes. Und da muss man sagen, da sind wir Deutschen in einer tiefen Krise, muss man sagen. Das ist der Hammer. Gehen Sie mal durch eine große deutsche Stadt, gehen Sie mal durch Berlin, Hamburg, Düsseldorf, alles kann man da essen, alles gibt's da zu essen. Ja, Italiener, Spanier, Chinese, Vietnamese, Koreaner, Sushi, natürlich Sushi. Überall Sushi. Jeder haut sich heute wie blöd Sushi in den Kopf. Kalter Reis mit rohem Fisch wird mir als Delikatesse verkauft, nur weil asiatische Hausfrauen zu faul sind zum Kochen. Wirklich, jetzt wird auch so kombiniert. Jetzt gibt's hawaiianisch-kreolische Küche, indisch-asiatisch. München, Rosenheimer Platz. Da gibt es ein Restaurant, die bieten ohne Witz griechisch-bayerische Spezialitäten an. Was ist eine griechisch-bayerische Spezialität? Hä? Schwein sagt so Mykonos und man kann immer einen Euro bezahlen, oder was? Hä? Aber wo bekommt man bitte schön noch ein richtig schönes Sauerbraten? Einfach mal ein schönes Sauerbraten. Ja, wenn meine Freundin am Samstag immer zu mir sagt, Philipp, wo gehen wir heute Abend hin? Wollen wir schon essen gehen? Gehen wir schon essen? Ja, wo gehen wir heute Abend hin? Gehen wir heute mal zum Italiener oder zum Spanier, zum Chinesen? Oder gar zum Franzose? Wisst ihr, was ich da in letzter Zeit immer gesagt habe? Ich möchte zum Deutschen! Verstehst du mich, Schatz? Ich möchte einfach nur zum Deutschen. Ja, und dann geht man zum Deutschen. Ja, dann geht man zum Deutschen. Dann geht man zum goldenen Lamm. Zum silbernen Hirschen. Zum gedünsteten Reichsadler. Ja, schlägt die Karte auf. Was liest man der Karte? Steckrüben. Steckrüben. Carpaccio. Verstehen Sie? Steckrüben, Carpaccio. Alles, was in Deutschland in Scheibe geschnitten wird, heißt auf einmal Carpaccio. Rote Beete Carpaccio, Lachs Carpaccio. Neulich habe ich sogar einen Semmelknödel Carpaccio gesehen. Dabei gibt es so ein schönes deutsches Wort für Carpaccio. Aufschnitt. Oder Aufschnitt sagt alles. Aber klar, für den Steckrübe Aufschnitt kann ich nicht 29,80 verlangen. Schon klar, oder? Jedes Gericht in Deutschland, und wenn es noch so trivial ist, gell, wenn es die Oma schon gekocht hat und die Uroma schon gekocht hat, wird das erstmal italienisiert oder asiatisiert. Alles wird heute asiatisiert. Seit Jahren haut jeder Trottel nur noch Ingwer und Zitronengras in die Kürbissuppe rein, dass alles so nach Spüli schmeckt. Sogar skandinavisiert IKEA, der Möbelmarkt IKEA, verkauft im Jahr in Deutschland 80 Millionen Hackfleischbällchen. 80 Millionen Hackfleischbällchen. Rechnet selbst nach. Das heißt, jeder Deutsche isst im Jahr ein Hackfleischbällchen von Ikea. Ja, und wisst ihr, wie der Dreck heißt? Wisst ihr, wie dieser Dreck heißt? Coppola. Ich meine, wer frisst denn freiwillig was Coppola heißt? Wenn man Coppola bestellt, muss man sich nicht wundern, wenn dann panierte Elchsködel über den Teller rollt. Und wisst ihr was? Am frechsten treibt es der Franzos. Oder gell? Wie immer. Am frechsten treibt der Franzos. Seit Jahren greift der Erbfeind nach dem deutschen Eisbein. Neulich habe ich eine Haxe bestellt, gell? Eine ganz normale Haxe. Und wisst ihr, wie diese Haxe gekommen ist? Als Pralines. Ja, als sechs so kleine Haxe-Pralines. Sah schon wieder aus wie scheiß Köppola. Hab ich gesagt, Herr Ober, Entschuldigung, wo ist denn da die Kruste, oder? Der Haxe war doch gescheite Rösche. Kruste! Hat er zu mir gesagt, wir wollten das Gericht leichter machen. Du hast selbst gefressen, du Arsch! Eine Haxe ist doch kein leichtes Gericht. Bei einer Haxe muss der Schweiß fließen. An einer Haxe muss der Organismus arbeiten wie eine Python an einem japanischen Sumo-Ringer.
Die deutsche Küche ist keine leichte Küche. Leicht, leicht entspricht doch gar nicht unserem dunklen, teutonischen Gemüt. Oder für unseren chronischen Weltschmerz brauchen wir Deutsche eine solide Unterlage. Fleisch, Brot, Butter in Raumeien. Pfälzer Saumarken. Das ist ein schönes germanisches Gericht. Es ist nämlich kräftig und grausam. Auf sowas würden andere Nationen überhaupt nicht kommen. Ein Schwein zu schlachten, zu zerhetzeln und zum Verzehr zurück in seine eigenen Verdauungsorgane zu stopfen. Deutsches Essen ist wie guter Sex. Dreckig und verboten. Dankeschön. Philipp Weber.